wir sind zu Gast am Stand Naturwagen und biologische Baustoffe Krehn. Herr Krehn, erklären Sie was zu Ihrem Konzept sozusagen. Wir verkaufen biologische Baustoffe seit über 35 Jahren. Ich habe damals damit angefangen, weil es nichts gab bei uns in der Nähe und ich selber ein Haus renovieren wollte. Das war so waren meine Beweggründe dazu. Und alles, was wir verkaufen, ist ökologisch einwandfrei. Unser Hauptprodukt sind jetzt im Moment die Kastanienholzzäune. Die werden in Frankreich produziert. Ist ein sehr langlebiges Produkt. Hält ohne Anstrich über 25 Jahre. Ja, Kastanienholz wird so produziert, dass da wird ein Kahlschlag gemacht auf kleinen Flächen und aus dem Strunk wächst die Kastanie wieder neu. Das heißt, nach 15, 20 Jahren kann wieder geerntet werden. Und das ist ein sehr nachhaltiger Kreislauf. Schön, Sie tragen bei an eine gute Umwelt. Wir verkaufen die Zäune an verschiedene Zoos. Der Kölner Zoo ist Kunde bei uns. Duisburger Zoo haben wir geliefert, jetzt haben wir in Nürnberg geliefert, Phantasialand, also große Institutionen, aber ganz, ganz viele Privatleute über ganz Deutschland. Und haben Sie auch Vorteile davon, dass jetzt immer mehr Leute wieder zum Beispiel ihre eigenen Obstgarten oder Gemüsegarten, Nutzgarten anbauen? Ist das auch eine Möglichkeit, das um das damit abzugrenzen? Alles eine Möglichkeit. Ja. Also die Zäune werden überall eingesetzt und passen eigentlich auch zu fast jedem Gebäude oder zu jedem Garten. Also es gibt natürlich Sachen, Gärten, wo es nicht so ganz gut passt, wenn es ein total moderner Garten ist, vielleicht weniger. Das ist ja auch nicht Ihre Richtung dann, wie Sie das angedacht haben. Und von der Pflege her, also man keine Pflege nötig, einmal aufbauen und hält ewig, ohne dass man streichen muss. Er wird mit der Zeit, der ist jetzt so hell und mit der Zeit wird der grau, muss mal ein Foto zeigen, aber ja. Und geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt. Na, irgendwann natürlich geht er auch kaputt, aber wenn es nicht im Boden ist. Die Pfähle im Boden, die halten nicht so lange, aber die halten auch viel länger als druckimpregnierte Pfähle. Und wie empfehlen Sie das? Wie wissen die Leute die Maßen? Ist es einfach die Länge in Metern oder wie wird das genau gemessen? Muss man etwas mehr haben, damit man es besser befestigen kann? Oder? Man nimmt einfach das Maß, was man hat, ja. Und dann gibt es eben halt unterschiedliche Höhen von 50 cm bis 2 Meter. Und dann noch unterschiedliche Lattenabstände. Ja, das gibt auch Zäune, die dann als Sichtschutz verwendet werden. Also wir haben da ein sehr, sehr breites Programm und ich denke mal, wir sind so mit das führende Händler in dem Bereich. Und bemerken Sie jetzt, weil es geht immer mehr natürlich in diese Richtung Nachhaltigkeit, dass Leute immer mehr in diese Zäune kaufen, weil sie sind ja schon vor Jahren damit angefangen, wird es immer mehr? Ja, ob es jetzt immer mehr wird, also wir verkaufen schon seit Jahren eigentlich eine größere Menge. Ja, und ob es jetzt noch mehr wird, muss man jetzt mal abwarten, was so noch passiert. Genau. Gut. Dankeschön.